So, schön. Da falle ich um. So, da steht ein Mikrofonstativ rum. So. Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Vlog hier mal wieder. Viel zu lange her, der letzte, wie immer. So was richtig Spezielles habe ich jetzt nicht geplant für diesen hier. Aber ich wollte mich einfach mal wieder gemeldet haben. Und nehme euch deswegen so ein bisschen durch den Tag mit, was ich heute so mache am streamfreien Tag, der nicht wirklich frei ist, sondern für YouTube ganz viel Krams gemacht wird und solche Sachen. Alles, was halt sonst so anfällt an Tagen, wo ich nicht streame, war gerade noch beim Sport. Es muss wieder öfter passieren, die letzten Wochen leider nicht ganz so viel, wie eigentlich gewollt. Hab noch nicht geduscht, weil es heute tierisch warm draußen ist. Der Frühling ist tatsächlich gar nicht mehr mal so Frühling, sondern geht direkt von ein bisschen Grumpel Frühling in Richtung Sommer über. Deswegen bin ich einfach ohne Duschen direkt fahren, so nach Hause gefahren und dusche dann hier gleich erstmal. Man muss erstmal abkühlen, weil wenn ich dann beim Fitness dusche und dann mit dem Fahrrad zurückfahre und dann wieder hier bin, dann kann ich gleich nochmal duschen. Deswegen effektives sich aufsparen, damit ich gleich dann so richtig frisch bin. So, alles frisch geduscht, alles hier gefuttert, Käffchen gehabt und alles. Sache, die auf dem Programm steht oder was ich machen wollte. Ich spiele in letzter Zeit wieder auf der Gitarre, vor allem auf der Gitarre hier. Und übe tatsächlich auch mal, nicht einfach nur rumdaddeln, sondern auch Technik üben und solchen ganzen Quatsch. Problem ist, die Seiten davon, von dem Ding hier. Zum einen ist das Ding staubig wie Sau, hier drunter und oben vor allem. Und das Griffbrett ist auch so ein bisschen vollgegrindet. Und vor allem die Seiten. Ich habe die das letzte Mal vor, weiß ich nicht, seit wir hier wohnen, habe ich die noch nie ausgetauscht, noch nie gewechselt, deswegen, es wird mal Zeit. Die sind mittlerweile ziemlich runter und klingen nicht mehr wirklich geil und fühlen sich auch nicht mehr wirklich geil an, deswegen, da müssen mal andere drauf. Fantastisch. So, da ist das Ding hier. Schön, Gitarre, nennt sich so. Das ist eine Epiphone, die ich mir irgendwann gekauft habe, vor weiß ich nicht wie vielen Jahren, sehr lange Zeit. Hat jemand anders halt, also es ist eine Limited Edition Krams Farbe im Sinne von, die Farbe ist nicht unbedingt, ich glaube da gibt es 1000 Stück von, irgendwo steht das, dass es irgendwas gelimited ist, da oben steht das ein bisschen drauf. Keine Ahnung, wie viele es genau sind, aber ich glaube, das ist so um die 1000. Irgendjemand hat dann entsprechend andere Pickups reingebaut von Simo Duncan. Ich weiß nicht, welche genau das sind. Die Original habe ich da auch noch von mitgeliefert bekommen, mitgeschickt bekommen. Aber warum wieder zurücktauschen, wenn die anderen gut sind, ne? Mal so gesehen. Warum nicht? Ja, so ein bisschen schmutzig ist das dann doch. Da unten ist einmal ein bisschen sehr vollgestaubt. Die ganzen Mechaniken hier sind auch ein bisschen ranzig geworden, das ist alles hier, das ist das eine, klar. Ich mag es mal, wenn die Gitarren auch an sich höchst poliert sind. Ist auch nicht mehr so ganz der Fall, wenn die halt schön sauber sind. Und man sieht es auch hier am Griffbrett und sowas, dass da zum einen die Saiten, die sind halt wirklich dunkel hier mittlerweile. Normalerweise sollten die so metallisch glänzen wie die hier auch, die oberen drei. Aber die sind mittlerweile komplett runter hier, die sind wirklich schwarz mittlerweile. Das ist nicht cool. Das muss mal ordentlich geändert werden hier. So, seitentechnisch habe ich hier so eine Kiste mit allem wie Musikkrempel und Mikrofon und alles, was ich da noch so rumfliegen habe. Das sind alles Sachen, die sind schon alle wirklich alt. Von vor ein paar Jahren, als ich da mal ein bisschen mehr musikalisch unterwegs und interessiert war. Als ich Musikaufnahmen und sowas gemacht habe mit anderen Leuten, für andere Leute, entsprechend Mikrofone hier. Ganze Werk Mikrofone, ganz viel Kleinzeug. Was brauche ich eigentlich genau gerade? Achso, irgendwie Gitarrenplex und sowas muss ich auch mal gucken, dass ich da nochmal ein paar neue bekomme, dass die ein bisschen schöner und neuer sind. Wichtig, Seitenschneider, damit die alten Seiten durchgehen. So eine Kurbel ist auch praktisch. Und alte Seiten, die ich noch rumliegen habe, sind das die richtigen? Ja. Der Dario XL Nickel Wand. So, um die Gitarre auch nochmal ordentlich sauber zu machen, habe ich hier dann noch so eine Politur. Keine Ahnung, wie gut die wirklich ist und was die wirklich bringt. Die Gitarre glänzt danach wenigstens schön. Und so ein Zitronenöl hier. Was ich auch vor Ewigkeiten mir irgendwann zugelegt habe. Und das ist dann halt für das Griffbrett und damit das wieder ordentlich sauber wird. Da kann man das dann schön mit
mit allem einreiben und polieren. Und dafür benutzt man am besten, ist tatsächlich das Beste, ein altes T-Shirt oder alte Unterwäsche oder irgendwelche alten Klamotten halt. Ist tatsächlich zum Polieren und zum Reinigen am besten. Es fusselt nicht mehr, wenn es schon 100 Mal gewaschen ist und funktioniert gut. Schön siffig, verstaubt. Heuiui, kann man da drin malen, meine Güte. Ich meine, die funktioniert trotzdem noch, aber schön ist es nicht. Auch hier sonst das Griffbrett, hier sieht man das besonders gut. Es ist halt ein bisschen vollgeranzt und gesifft und das hier wird also gleich alles nochmal ein bisschen abpoliert und neu eingeölt. Ist halt immer noch Holz, ne? Deswegen. Das sollte nicht komplett austrocknen und ein bisschen geölt werden. Das hilft dann schon mal sehr. Und hier halt die ganzen Ränder und sowas. Dass der ganze Schmodder hier wieder runterkommt. Das hilft doch sehr. Das fühlt sich dann auch direkt mal ganz anders an. Dann. Nee. Ich sollte das öfter machen. Hier. Ja, vor allem auch da oben wieder. Au, das ist auch schick. So. Ja, man merkt zwar schon, dass sie mittlerweile ein paar Kratzer bekommen hat. Das ist gerade an der Rückseite, sind es doch einigermaßen. Da sieht man so ein bisschen, dass sie ziemlich verkratzt ist von Gürtelschnallen und was weiß ich was alles. Aber es geht schon auch an der Kopfplatte, ist es halt ziemlich zerkratzt, sieht man jetzt nicht, aber von den ganzen Seiten, die da sind. Es bleibt halt nicht aus. Ne? Es ist halt immer noch, selbst wenn es schick ist und schick aussehen soll, ist es noch immer ein Gerät, was man benutzt. Nur an der Wand zu hängen, ist auch Quatsch. Da braucht man sich dann auch keine Gitarre für teuer Geld kaufen. Die ist mir nicht teuer, aber mal ganz ehrlich, wenn man eine teure Gitarre hat und die nicht spielt, ist es irgendwie sinnlos. So, sieht gut aus soweit. Fehlt jetzt noch das Öl hier. Für das Griffbrett. Blöderweise kann man das dann erstmal die Gitarre erstmal irgendwie ein paar Stündchen nicht spielen, weil das Öl dann erstmal einziehen muss. Das ist ein bisschen der Nachteil davon. Aber es hilft. Und es riecht nach Bartreiniger. Fantastisch. Zitronig. Neue Seiten, das sind jetzt 10 bis 46. Wahrscheinlich würde ich das nächste Mal, wenn ich mir neue kaufe, 10 bis. Was ist das Bild? 10 bis 52 nehmen, aber die habe ich halt noch. Aber dass die unteren Seiten halt ein bisschen dicker sind, dass man da auch Drop D und solchen ganzen Quatsch ein bisschen schöner mitspielen kann, aber ich habe die halt noch. So, deswegen gibt es erstmal die. Neue Seiten sind drauf. Jetzt hat man hier dieses typische Rumgewabbel. Ich musste noch abknipsen oben. Das ist nämlich, wenn man das ins Auge kriegt oder sonst wohin, das ist äußerst blöd. Das tut weh. Aber insgesamt, ja, sieht das wieder ein bisschen shiny aus hier. Das ist wieder schön hier. Die Seiten glänzen wieder. Uiui. Und Klang? Absolut verstimmt. Natürlich, weil die Seiten noch neu sind.
So, und wieder den Nachmittag lang nichts geschafft für YouTube und Co. Dafür geht sie jetzt zum Einkaufen, weil muss ja auch. Und unter dem Aspekt ist es halt wirklich immer das Gleiche, dass ich nachmittags oder dass ich, wenn ich mittags dann erstmal zum Sport gehen, erstmal spät aufstehe, dann zum Sport, dann anderen Krams mache, der noch so ansteht. Dass dann an den freien Tagen, an den streamfreien Tagen, dann wirklich erst abends Zeit hat zum Aufnehmen. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Irgendwie mein Time-Management ist einigermaßen sehr furchtbar. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, ganz gar nicht. Und irgendjemand grillt hier. Das ist gemein. Das riecht mir noch ziemlich. Ich will auch. Keine Ahnung, wie gut dieses Handy wirklich zum Filmen ist. Wenn das gut wäre, das ist jetzt mal die andere Kamera, das ist die Rückkamera, nicht die Vorderkamera, aber eben. Wenn das gut wäre, könnte ich ja zumindest öfter mal unterwegs auch was machen. Das ist nur blöd, weil jetzt, wenn ich so halte, sehe ich halt gar nichts von dem, was ich eigentlich aufnehme. Eher uncool. Tja, auch mal testen. Hast nicht gelächelt. So, Aufnahmen für YouTube sind so ziemlich alle gemacht, muss ein bisschen schneiden. Ist auch erst 10 nach 2 nachts, deswegen mal wieder produktiv gewesen wie sonst was, im Sinne von überhaupt nicht. Nachmittag mit anderem Krams verbracht. Irgendwie sobald es dann in Richtung Essen machen geht und sowas, ist auch dann irgendwie die Lust, dann noch eine halbe Stunde mal aufzunehmen, auch nicht mehr ganz so groß. Und danach, dann plötzlich findet man noch ein paar spannende Videos und dann fängt man erst um 10 an. Solchen ganzen Quatsch. Passiert leider viel zu oft. Es ist nicht unbedingt konsequent, was hier passiert. Deswegen, manchmal geht es dann wirklich bis in die Nacht dann rein. Oder was heißt manchmal? Oft geht es bis in die Nacht rein, aber naja, ich muss ja auch nicht um 7 raus morgen. Ne? Deswegen. Ich werde dann auch nicht mehr wirklich viel machen hier. Ich gucke mir dann noch irgendwelche weiteren Sachen an, irgendwas Interessantes noch, was so da ist, ein bisschen zum Entspannen. Und dann werde ich mich auch dann bald hinlegen. Deswegen, ich hoffe, euch hat es gefallen. War so ein bisschen durcheinander, war ein bisschen sehr unaufregend hier, dieses Video. Aber vielleicht hat es euch trotzdem gefallen. Und mal gucken, was dann als nächstes kommt, was ich als nächstes hier machen werde. Keine Ahnung. Ich hoffe, es gibt wieder mehr Realfilm-Videos oder zumindest aufwendigere Videos. Ich würde sehr viel gerne öfter irgendwelche aufwendigeren Sachen machen, die entweder gefilmt sind oder wo man irgendwelche Sachen zusammenschneidet. Dass es einfach was anderes ist, als ich drücke auf Aufnahme, ich quatsche eine halbe Stunde, ich drücke auf Stopp. Ah, eine Let's Play-Folge. Das ist irgendwie was mit ein bisschen, ich will nicht sagen Mehrwert ist, weil der Mehrwert ist jetzt auch begrenzt hier. Aber zumindest irgendwas Aufwendigeres, irgendwas, wo man sich denkt, ach guck mal, die 10 Minuten, dafür bringe ich die gerne auf, die anzugucken. Und wo ich dann sagen kann, jopp, das Video, das ist okay, da bin ich fast ein bisschen stolz drauf. Und das wäre schön. Im Moment ist da wirklich, ich müsste das viel, viel genauer planen, was ich dann genau machen wollte, müsste dann auch gucken von der Zeitplanung her, dass ich da viel, viel genauer dann mir da Zeit für frei nehme und gucke, wie ich das alles mache. Das sind so Sachen, die im Moment dann noch ein bisschen in den Sternen stehen, wie das genau dann funktionieren soll. Gefühlt habe ich da nicht wirklich viel Zeit für, aber irgendwie kann man sich das bestimmt freischaufeln oder alternativ irgendwie mal andere Sachen ein bisschen einschränken und dann gucken, dass man Ideen, die man hat, dann auch wirklich mal umsetzt. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen ein paar Sachen hinbekomme. Es wird sich zeigen. Ich glaube, ich bin da genauso gespannt wie ihr, im Sinne von, ob es was wird. Ich weiß es nicht. Tja,
bis bald, ne? Hier sind noch irgendwelche Sachen. Da kann man bestimmt noch auf irgendwelche Sachen draufklicken. Klickt einfach drauf, dann kommt ihr zu irgendwelchen tollen Videos, die bestimmt da sind. Oder genau hier, ich weiß es nicht. Guckt, klickt einfach drauf. Klickt einfach drauf, es passt schon. Es ist tolles Zeug dabei. Wow. Es ist von mir, also muss es toll sein. So, tschüss.